Meine Damen und Herren, noch einmal Applaus für Thomas Franz und Soso. Und ich darf jetzt alle noch einmal auf die Bühne bitten. Nummer 1, Moritz Huber. Seid ihr noch alle da? Nummer 2, Nadia Baha. Nummer 3, Helmut Frauenlob. Nummer 4, Jana Thaler. Nummer 5, Thomas Franz. Und Nummer 6, soeben gesehen, Soso. Dankeschön, ihr seid ein großartiges Publikum. Noch ist es nicht vorbei. Ihr bekommt jetzt von uns die Stifte, mit denen ihr dann euren Lieblingskabarettisten, eure Lieblingskabarettistin auf die Nuss schreibt. Natürlich nur die Nummer, der Name wird sich nicht ganz ausgehen. Wir gehen dann kurz raus und zählen das aus und bedanke mich noch einmal bei allen Künstlerinnen und Künstlern. Zwei von euch sehen wir dann im Finale wieder. Die machen dann nur mal 5 Minuten für euch und dann gibt es nochmal die große Abschlussrunde. Ja, ich verabschiede mich jetzt kurz, weil ich helfe mit beim Austeilen und beim Auszählen dann. Und wenn wir fertig sind, dann darf ich den Ingo Vogel auf die Bühne bitten. Er wird euch diese kurze Pause dann unterhalten und damit es für euch nicht zu langweilig wird. Wir sehen uns gleich wieder. Dankeschön.
Sodala. Hat jeder seine Nuss und auch den Stift abgegeben? Alle Nüsse, hat noch wer eine Nuss übrig, die er noch abgeben will? Walnuss mit stummen Haar. Ja, dann vielen Dank fürs Mitmachen und dann bitte ich euch um einen großen Willkommensapplaus für Ingo Vogel. Wunderschönen guten Abend, herzlichen Dank, dass ich da die Auszählung überbrücken darf. Wenn es um Wahlereignisse geht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit ist das wieder zurück, aus, alles falsch, fertig, wieder aufhören. Ich brauche den. Ich bin der Einzige, der den braucht. Und für das, dass nur ich brauche, ist er schon wahnsinnig viel in Verwendung gewesen. Also danke, ist sehr nett von dir. Dankeschön. Also ja, ich brauche den, den nehme ich da. Wahlereignisse im Augenblick, weiß ich nicht ganz genau, mich macht das alles schon ein bisschen nachdenklich. Mir ist ein Sprichwort zur aktuellen politischen Situation eingefallen. Ich kommentiere das ansonsten eher selten. Aber in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, das ist mir eingefallen, ein Sprichwort, ein sehr schönes, das besagt, je höher der Affe klettert, umso besser sieht man seinen Hintern. Keine Ahnung, was das genau zum Hassen hat. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass man den Hintern immer sauber halten sollte. Also das, weil wenn es dann, warum nicht hochklettern, ist ja okay grundsätzlich, aber halt wenigstens mit einem sauberen Hintern. Ja. Carsten, ich habe jetzt mehrfach, bin ich aufgefordert worden, auch mittlerweile von unserem Bundeskanzler, also dass ich Steine werfen muss. Er hat gesagt, wer eben nicht solche Chats hat, soll Steine werfen und ich habe keine solchen Chats. Also, ich finde es nicht okay, dass ich da also politischerseits aufgefordert wäre, Steine zu werfen. Ich werfe nicht. Ich habe mir überlegt, ich werde eine kleine Zusammenfassung dessen, was wir erleben haben dürfen, versuchen, aber ich habe mir kurz nur überlegt, damit die mehr Zeit zum Auszählen haben, ich weiß gar nicht, wie lange die brauchen und ob sie es mir dann sagen trauen. Ich habe mir kurz überlegt, so ein bisschen, was bringe ich noch als kleines Intro von mir, vom Programm. Und wir alle haben ja doch ganz eine spannende Zeit hinter uns. Ich habe ja bis zum, also ich bin jetzt 49 plus 1,5 ziemlich genau. Und ich bin, ja, ich hätte geplant gehabt, wäre so geplant gewesen, am 23. März 2020 wäre ich eben 50 geworden und das dann behördlich untersagt worden. Und seither, also ich habe seither beschlossen, ich werde erst wieder öder, wenn man es darf. Und jetzt bleibe ich 49, bin jetzt 49 plus 1,5, ich finde es ganz okay. 13. März war einschneidendes Erlebnis innerhalb, also in der Früh war ich Kabarettist und ab 13 Uhr nimmer. Und das ist schon spannend. Also wenn so innerhalb von einem Tag in der Früh bis zum Mittag um eins ist also quasi weg. Und hat man dann gedacht, okay, jetzt spürst du gerade einmal nichts mehr und jetzt fängt es gerade wieder schon langsam ein bisschen an. Und ich habe mir gedacht, was bringe ich heute als so ein kleines Intro? Und ich glaube, weil so viel erzählt worden ist über das Leben und wie man es entwickelt hat und was man geworden ist, jetzt spüre ich seit 30 Jahren Kabarett, also 30 plus 1,5, die 1,5 ja nicht. Und der größte Zeitraum war das Thema Gesundheit. Das war so dieses Hauptthema, das mich beschäftigt hat. Und es ist bei allen irgendwie um das Thema Gesundheit gegangen und ich habe ein paar Stichworte mit aufgenommen. Bei mir geht es vor allem um das, was Spaß macht und dann kommt ständig wer und sagt, das darf man nicht und das ist verboten und da wird man krank und das ist ungesund und so geht es überhaupt nicht. Nennen wir es beim Namen, es geht um die Themen Rauchen, Saufen, Fressen, Sex und Drogen. Ich nenne es ganz gern das kleine Wochenendpaket. Naja, unter der Woche bringst du das Package nicht immer restlos durch. Am Wochenende schaut man, dass man es 3, 4, 5 Mal abarbeitet. Am Montag versucht man fit zu wirken. Wer es nicht hinkriegt, liegt nochmal nach und ist am Dienstag richtig scheiße benannt. Und die große Herausforderung aktuell ist, wir haben jetzt 1,5 Jahre Wochenendpaket hinter uns, ja, und das muss dann mal halbwegs gesund durchstehen. Also das ist schon eine Herausforderung. Rauchen, Saufen, Fressen, Sex und Drogen, woher kommen die Geschichten dazu? Sie kommen aus dem Rettungsdienst. Ich fahre seit jetzt mittlerweile 28 Jahren Rettungsdienst und diese Themen sind die Basis für 80% aller Rettungseinsätze in der Nacht.
und zwar auch im Lockdown, weil das geht daheim genauso. Also das ist da kein großer Unterschied. Schauen wir es uns kurz durch. Wir fahren die Leute mit der Rettung ins Krankenhaus, weil sie angesoffen sind. Einfach angesoffen. Also einfach angesoffen. Da wird immer geschimpft auf die Jungen. Schwerer Irrtum, alkoholisiert mit der Rettung ins Krankenhaus. 95% zwischen 30 und 55. Öder wären sie nicht. Nein, fast praktisch nie einen 75-jährigen Profi besucht. Der hat es hinter sich, der ist vorbei. Also den, wir fahren es, weil sie angesoffen sind. Meistens fahren wir es, weil sie angesoffen sind und sie weh dann. Sind angesoffen, rennen wo dagegen, tut weh, Firmas. Sind angesoffen, fahren wo dagegen, dann sie weh, Firmas. Sind angesoffen, werden zu irgendwem deppert, der reißt einen auch nicht, tut weh, Firmas. Also im Grunde, wir fahren ziemlich viele, weil sie wegen Saufen sie weh da haben und dann fahren wir, und dann heißt sie, haben sie weh, dann stimmt aber gar nicht, sie haben gesoffen, dann haben sie sie weh da. Dann fahren wir es wegen Rauchen, Saufen in Kombination. Die meisten, die immer wegen Saufen fahren, fahren wir aber nicht, weil sie gesoffen haben, sondern weil sie zu wenig gesoffen haben für das, was normal saufen. Das geht auch. Wirklich. Alkohol ist eine der wenigen Drogen, die bei Entzug töten kann. Kann kaum eine andere Droge. Ehrlich. Das ist total arg. Da quänst du dich dran und lässt das weg und stirbst, weil du nichts gesoffen hast. Das ist, drum machen wir bei so Veranstaltungen Pausen, dass die Leute was trinken können. Weil wir noch gar nicht wollen, dass wer stirbt währenddessen. Das ist ganz schlecht. Wir fahren wegen Saufen, Rauchen, Saufen. Wir fahren wegen der Ernährung, wir fahren wegen illegaler Drogen. Sollten lustig manchmal schon. Und wir fahren mit der Rettung sogar wegen Sex. Was glaubt ihr, ist der Hauptgrund, dass wer jetzt wegen Sex eine Rettung braucht? Spielsachen ist ein sehr beliebtes Thema. Ja, da sind wir schon näher dran, ganz genau. Spielsachen sind meine Lieblingseinsätze, muss ich ganz ehrlich sagen. So das rückstandsfreie Versenken von batteriebetriebenen Vibrationsgeräten in Körperöffnungen ist schon super. Also das ist schon, ihr kennt diese Vibrationskugeln, batteriebetriebener Natur, machen die an unterschiedlichen Körperöffnungen, also Mutz an Spaß und Männer immer neidig, wenn es Frauen lustig haben, gehen her und sagen, kannst du die Kugel immer gar ein bisschen vibrieren und tun dann auch ein bisschen und irgendwann macht es einen Plopp und dann ist es da drin. Aber die Batterien sind von hoher Ausdauer. Ja? Und irgendwann hucken die alle bei uns im Rettungsauto, schauen uns groß an. Ich bleibe wertschätzend, aber ich frage immer, wie ist Ihnen denn das passiert? Und ich habe bis heute zweimal eine Antwort gekriegt, ich bin da blöd draufgefallen. Und das kann ich mir gut vorstellen, das sind diese Haushalte, wo ständig so 300 eingeschaltete Vibratoren rumzahlen, wenn es da um zwei in der Nacht Traumhappert aufs Heisel mit. Kann schon mal passieren, dass man da einfach blöd drauffällt. Ja, das kann schon mal passieren. Viagra, Hauptgrund, vollkommen richtig. Wir sprechen vom 50- bis 60-jährigen übergewichtigen Bluthochdruckmann, der zwei Viagra einwirft und ins Buff marschiert, den zlegt es. Und ja, und bei der Eingangstür. Der macht die Tür auf sich, die Damen, das Herzl macht noch gut bim, 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 bim und aus. Wenn wir mit der Rettung hinkommen, haben die an uns ein einziges Interesse. Bitte schreib eine andere Adresse, damit Frau nicht erfährt, wo ich war. Es ist jedes Mal dieselbe Jammerei. Jedes Mal dieselbe Jammerei. Ja, es ist so. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ganz lustig. Beim Sex, da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Varianten, die Leute wählen. Ich bin, gerade wenn ich so in Schulen bei Jugendlichen, 14, 15, 16, wenn du dort fragst, was ist der Hauptgrund wegen Sex, dass wir stecken bleiben. Das ist also eine ganz jugendliche Totalpanik, stecken bleiben. Ja, das ist, ja, die scheißen sich total, vor allem die Burschen, panische Angst, dass uns die Mädels vom Schwanz weg zusammenfressen oder was. Also komplette Panikattacken. Und ja, ist. Und das Zweite, wovor die einen unglaublichen Stress haben, ist der Penisbruch. Penisbruch haben sie auch. Der ist ganz selten, Penisbruch. Und ich frage dann immer ganz ehrlich, Penisbruch, was bricht da? Ja. Was bricht? Und das ist schon super, wenn du das heute so 14, 15, 16-Jährige fragst, was Penisbruch, was bricht? Ja, der Knochen. Ja. Schon super. Also,
Herr Knochen. Ich bin total, ich hab keinen. Ich bin voll unglücklich, ich hätte auch gern so einen Penisknochen, aber hab ich nicht. Ja. Man braucht überhaupt keinen Stress haben wegen einem Penisbruch. Das, Dieter Bohlen hat das für uns alle erledigt. Dieter Bohlen, habt ihr mitgekriegt, oder? Dieter Bohlen hat das dreimal gehabt. Dreimal Penisbruch. Keine Ahnung, was der Mann aufführt. Wahrscheinlich glaubt er immer noch, der Samen muss in die Erde und ackert den Boden oder was. Ich weiß nicht. Sonst geht das Ding ja nicht kaputt. Das ist ja absurd ein bisschen. Ja, gut. Wie schaut's aus? Habe ich eine Zwischenmeldung? Wie lange erzähle ich noch weiter, damit ich. Weil ich habe ja noch. Also, habt ihr fertig ausgezählt? Wir haben ein Ergebnis. Ihr habt ein Ergebnis, noch dann erzähle ich noch ein bisschen. Ja, das macht es spannender. Nein, ich hab ja versprochen, zum Abschluss werde ich noch so ein bisschen Rückschau-Zusammenfassungsdings versuchen. Das macht mich selber immer ganz panisch. Ich hab dazu einen Herrn eingeladen, das heißt also nur wegen der Panikattacken für die Teilnehmerinnen, jetzt wegen einem Ergebnis, ein bisschen dauert es noch. Ich habe einen Herrn eingeladen, der begleitet mich seit mittlerweile 30 Jahren im Kabarett. Wer den nicht kennt, ist wurscht. Ich finde den als Typ super. Deutscher Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky. Ich weiß, dass den die halberten Leute nicht mehr kennen. Mir ist das wurscht. Ich finde den super. Ja. Marcel Reich-Ranitzky, ich habe den super gefunden. Da, wir drei finden den super. Das muss genügen im Prinzip. Marcel Reich-Ranitzky ist 2013 94-jährig verstorben. Ich habe mich dann kurz geschreckt, weil man gedacht habe, kannst du das machen? Jetzt ist der tot, kannst du ihn als Parodie im Programm, geht das? Und man dachte, mein Gott, der war ein großer Geist, große Geister dürfen auferstehen. Habe mich eingelesen, Auferstehungen normal 3 Tage, sind wir durch. Marcel Reich-Ranitzky, wer ihn nicht kennt, ist wirklich wurscht, wie ich den das erste Mal im Programm gehabt habe, ist ein Bekannter von mir drinnen gesessen und kommt nachher her und sagt, Ingo, Programm war super. Das Programm war super, wirklich, auch der Typ, den sie erfunden hat, super. Und 3 Wochen später ruft es mich an und sagt, dran Fernseher hat er, ist einer drin, der macht die noch. Das war einfach falsche Reihenfolge. Marcel Reich-Ranitzky wird versuchen, mich zu unterstützen, bevor wir dann die Walnüsse geknackt haben und ein erstes Ergebnis erfahren und dann in den Abschlussbattle uns zu begeben. Eine kleine Zusammenfassung. Wir machen die Band ganz bewusst jetzt, wo sie schon gewählt haben, damit da keine Einflussnahme passiert. Marcel Reich-Ranitzky sitzt immer in so einem Lederfauteuil ganz weit unten. Also der ist ganz sicher nie auf einem Barhocker gesessen. Ja. Das ist das Lederfauteuil. Das ist nicht die Auferstehung, das ist einfach wegen einem Lederfauteuil. Und er ist laut, er spuckt ein bisschen, warte, ich gehe ein bisschen da rum. Das ist. Ich bin doppelt geimpft und frisch getestet. Und laut, Technik, gell? Danke für die Technik übrigens, fürs Durchbegleiten. Wir begrüßen Sie sehr herzlich heute hier bei dieser Veranstaltung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind hier in dieser arge Kulturgelände zusammengekommen, haben sich zusammengerottet im Keller, gemeinsam eingefunden unter der Herausforderung, zumindest irgendeins der Gs mitzubringen, um überhaupt Einlass zu bekommen. Das gefällt mir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns hier zusammengesetzt, um uns gemeinsam ein bisschen der Thematik der Zukunft des Comedies und des Kabaretts zu widmen. Uns anzuschauen, was entwickelt sich denn da? Was wird denn da daraus? Welches Pflänzchen keimt hier, um uns in Zukunft zu begleiten? Wir dürfen auch, und das muss man mal hervorheben, alle, die nicht sich hergetraut haben, live am Stream auf FS1 begrüßen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir hoffen, Sie sitzen gemütlich mit Chips zu Hause und sind ganz froh, dass Sie hier durch Knappern uns nicht das Ohr stören.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich einen kleinen Blick auf die grandiose Weise, die Idee der Auseinandersetzung des eigenen, der unterschiedlichen Herangehensweisen, die Möglichkeit zu nutzen, sich mit dem eigenen, der Idee, der Entwicklung dessen, was man sagen will, hier auf einer Bühne auseinanderzusetzen, dabei den Versuch zu starten, sie einzufangen und mit ihnen in nur 12 Minuten auf einen Punkt zu kommen. Das ist nicht ganz einfach. Schauen wir uns die Charaktere kurz durch. Wen haben wir hier gehabt? Wir haben mit der Nummer 1 Moritz Huber bei uns heraus gehabt. Was haben wir gelernt, wenn wir Moritz Huber uns noch einmal kurz Revue passieren lassen? Der Mann hat uns eins gesagt, das mit dem Sex macht gesund. Und in diesem Jahr ist er 14 Mal krank gewesen. Gleichzeitig haben wir gelernt, er wächst wahnsinnig viel. Der muss irgendwie furchtbar schlecht wichsen, dass er davon nicht gesund geworden ist. Ich weiß nicht. Sonst hätte er das ja vielleicht als Sex wahrnehmen können. Lassen Sie uns die Herausforderung der Selbstbefriedigung in der Übersetzung der sprachlichen Optionen noch einmal kurz Revue passieren lassen. Wir haben leider keinen schönen Begriff für die Idee des Wichsens, der Selbstbefriedigung. Das ist es nicht, wo man sagt, sympathisch, da freut man sich drauf. Da erzählt man gern den Freunden davon. Dabei ist es eine derart erfreuende Tätigkeit. Suchen wir einen neuen Begriff, dann würde ich sagen, es handelt sich um Liebe an und für sich. Also doch ganz sympathisch, nicht wahr? Nadja Baha. Eine Herangehensweise der paradoxen Intervention des Übersetzens der politischen Färbenspielungen, in denen wir in einer Dauerschleife versucht haben, die Option des Schwarzen durch das Türkise auf Grau zu sehen. Für jemanden wie mich, der farbenblind ist, eine ganz einfache Herausforderung. Aber lassen Sie mich eines sagen, was mir wirklich ausgezeichnet gefallen hat. Man sieht die Charaktere vorbeischweben. Ich glaube aber, vorbeischweben dürfte der richtige Aspekt sein. Auch Kanzler Schallenberg am Schluss wird man sagen, er war nur kurz. Helmut Frauenlob. Wenn wir hier heraus unterschiedliche Künstler erleben durften, dann hat mir Helmut Frauenlob eines zurückgegeben. Die Idee des Vintage, nämlich dieser Mann hat endlich das Postkabarett hier klargestellt, uns vorgestellt, uns mitgenommen. Mir gefällt das, wenn ich endlich etwas nicht per Social Media, sondern per Post zugeschickt bekomme. Das hat er gut gemacht. Der Mann verbraucht Therapeuten wie am Fließband. Er geht hin, singt oder malt oder schreit sie nieder und hat sie auch schon wieder los. Jana Thaler in ihrer Auseinandersetzung mit ihrer Familie. Das Aufgebot, die Suche nach dem Kern dessen, das Zusammensetzen unterschiedlicher Bausteine auf dem Weg dorthin, nicht selbst das zu werden, was man gelernt hat, dass man nie gewesen sein wollte. Ich verstehe ihre Berufswahl und Zusatzausbildung sehr gut. Ich glaube, diese Frau wird ihre Familie noch in Stein meißeln. Thomas Franz. Hat mir gut gefallen, der Mann bringt eine Gitarre mit und verwendet sie dann auch. Das macht nicht jeder, das macht nicht jeder. Beeindruckend war, dass er, wenn er mit der Gitarre fertig ist, dann ein Tamagotchi zum Spielen bringt. Aber das hat wahrscheinlich auch einen Plan. Lassen Sie uns vielleicht auch darauf einmal einen Blick werfen, die Herausforderung der musikalischen Übersetzung dessen, was man, wenn man sein Äußeres hervorträgt, aber kurz unter einer Haube versteckt, um dem Friseur zur Chance zu geben, beim Versterben doch die Frisur nicht fertig gemacht zu haben. Eine wirklich interessante Herangehensweise. Und dann zum Schluss so mit einem Sprachkurs auf Wienerisch. Ich hab's wie das Wienerische immer nicht ganz verstanden teilweise, aber der Mann in der ersten Reihe, und das möchte ich ganz klar sagen, der hat gelacht, ich hab's gesehen. Der hat nicht gelacht, das muss man ganz klar mal so sagen.
In diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, freuen wir uns auf ein Ergebnis, freuen wir uns auf die geknackten Nüsse. Schauen wir uns an, welche Zahlen sich wo wie zusammengefunden haben, um für den heutigen Sprössling auch tatsächlich die nächsten Optionen des Siegens geben zu können. Freuen wir uns darauf, wer am Schluss den Sprössling, der hier hinten bereits am Wachsen ist, mit nach Hause nehmen darf. Freuen wir uns jetzt auf ein erstes Ergebnis, auf 2x5 Minuten, auf die folgend wir dann eine letzte Entscheidung treffen dürfen, um diesen Abend gemeinsam feiern zu können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Meine Damen und Herren, Ingo Vogel. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wie schon angekündigt, wir haben ein Ergebnis. Im Finale sind Helmut Frauenlob. Und Thomas Franz. Dankeschön. Die beiden Finalisten machen jetzt nochmal jeweils 5 Minuten. Ich darf euch um euren Applaus für beide bitten. Zunächst für Helmut Frauenlob, der die ersten 5 Minuten macht, und anschließend Thomas Franz. Dankeschön. Ah, danke. Da habe ich schon ein bisschen Angst. Generell jetzt viel Angst, ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit nur von Angst getrieben. So diffuse Angst. Ich weiß auch gar nicht immer, wenn ich irgendwas habe, sowas. Ah, ich habe die ganze Zeit Angst. Und vor kurzem haben wir kurz keine Angst gehabt. Da ist mir eingefallen, ich sollte Angst haben. Und Scheiße. Oh Gott, ich habe keine Angst gehabt. Stellt euch vor, dann wäre was passiert, gerade wo ich keine Angst habe. Horror. Und ich habe aber vor so Sachen Angst, ja, das letzte Mal habe ich nichts geschmeckt, ja, habe ich irgendwie so gedacht, Scheiße, bin ich zum Arzt gegangen, habe gedacht, jetzt ist soweit, so Angst gehabt. Und er hat so ernst reingeschaut, ja, der Arzt ist ja gekommen, hat gesagt, Herr Frauenlob, schlechte Nachrichten, Sie haben leider Zungenkrebs. Oh. Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, das ist Corona. Oh Gott, so erleichternd. Oh, man ist immer. Aber die ärgste Angst ist ja eine ganz nicht rationale, nämlich das bei mir nicht männlich genug zu sein, ja. Die ganze Zeit, ich sehe mich voll so reflektiert, aber ich habe immer Angst, nicht männlich genug zu sein. Und es haben ganz viele Junge, vor allem auch so, dass man als schwul irgendwie so gesehen wird, haben ganz viele Leute, und ich bin vor kurzem bei so Jugendlichen vorbeigegangen, die haben so geredet, so diskutiert eben, so was schwul ist und so. Und das Geilste, mein Lieblings, war so, Alter Bruder, ist es schwul, Müll zu trennen? Habe ich gesagt, eigentlich ja, vor allem, wenn man es wie ich macht. Ist nicht so gut angekommen, ich habe blaues Auge gehabt. Na toll. Ja, schwierig, immer die ganze Zeit so Männlichkeit. Was ist auch Männlichkeit? Ja? Was heißt das überhaupt? Wie kann man nicht männlich genug sein? Ich finde es ja auch geil, dass wir irgendwie so getrickt worden sind, ja? Ausgetrickst, nämlich die homophobsten Institutionen sind gleichzeitig auch irgendwie die homoerotischsten. Ja? Fußball, Rap und Kirche. Ja, sicher, beim Fußball haben sie die ganze Zeit am Arsch, beim Rap reiben sie die ganze Zeit, während sie nur Homo schreien. Und bei der Kirche wird gerne mal selbst die Hostinnen Rotwein getunkt, wenn ihr versteht, was ich meine. Sorry, das war jetzt ein bisschen hart. Ja? Hätte schon fast der Rap-Text sein können. Ja? Ich fick deinen ganzen Stammbaum, reiß die Wurzeln raus und scheiß drauf und wisch mir mit den runtergefallenen Blättern dann den Arsch aus. Ja, war schon gut, vielleicht ein bisschen viel. Aber meistens ist das Gute bei modernen Rap, man versteht es eh nicht mehr. Ja, es ist so Mumble-Rap, so genuschelt. Es ist dann so, man weiß dann schon nicht mehr, ja? Ist es jetzt noch Hip-Hop oder schon ein Schlaganfall? Ja. Eben nichts verstanden, aber ich bin empört. Also schwierig. Ich finde es auch sehr verwirrend mit Männlichkeit. Ich komme vom Land und da ist es so doppelt irgendwie. Einerseits ist man da als Mann immer so vor der Harte und man muss der Harte sein und grillen und da. Und andererseits ist dann so, aber dann bleibt man immer so ein braver Bub irgendwie. Ja, das ist so, wenn man irgendwie wie am Land mit Freunden, dann redet man so, ja, ich war gestern vor, die haben mich voll angesoffen, ja, die Frau daheim, ist jetzt voll genervt. Und dann kommt aber irgend so eine alte Frau und sagt, grüß euch Burschen, und alle, grüß dich. Ja, alle gleich im Oktave hoch, grüß dich.
Ja, und es ist für mich auch blöd, weil ich komme von der Stadt und dann will ich immer so cool wirken, auch beim, aber man kann ja nicht. Wenn man zum Bäcker geht, man kann ja nicht cool wirken. Wie das alles heißt, ja. Dann sage ich so, ja, Topftester mit Topfen. Man sagt, ja, Topfendatschall. Und Fleshal. Fleshal, wer Fleshal? Und sie verstehen ja auch nicht, wenn du so cool redest, du musst höher reden. Fleshal. Was? Fleshal. Fleshal. Ah, Fleshal, ja. Das ist ganz, ganz toll. Ihr habt mir gedacht, das ist mein Projekt, ich will Männlichkeit am Land sexier machen. Ja? Und jetzt richtig, so, was Neues. Und deswegen habe ich einen Tipp für euch, ich nehme euch da mit in so ein Tutorial. Ja? Und zwar, wie man Wurstsemmel sexy einkaufen geht. Ja? Man geht rein, da muss man so ein bisschen Germany's Next Topmodel. Ja, man geht schon rein, irgendwie so. Man geht zur Schiebetür, man schwebt ein bisschen. Und dann geht die Schiebetür und sie geht auf. Und dann steht da meistens wer. Und wart schon. Aha. Du musst da zu dem Regal. Wer zuerst dort ist. Dann geht man hin, ich gewinne meistens. Und dann schaut man ins Regal. Und was brauche ich da? Ah, da schaut man. Ah, ah. Also ich brauche da gar nichts. Wurscht. Und dann schaut man schon. Und sie wartet meistens auf mich. Die fleischige Fleischverkäuferin. Und dann geht man hin. Christi! Christi, gibst du mir Wurstsemmel? Du bist guter Wurstsemmel. Wir haben so viele verschiedene Wurstsorten. Schinkenwurst, Kaswurst extra, Butten extra. Ich will eine gute Wurst. Das tut gut sein bei uns alle. Na, dann gib mir ein bisschen von der Butten extra. Aber mit Gurkel. Magst du Senf oder Mayonnaise rein? Na, was glaubst? Also nein, gut, sonst noch was? Na, danke dir. Ciao. Du hast die Wurstzimmer vergessen. Ja, aber auf das, um das geht's nicht. Das geht's nicht. Und das geht's nicht. Muss ja auch aufpassen bei dem Thema. Ja, ist jetzt sehr ein sensibles Thema. Da muss man aufpassen. Ich meine, ich verstehe es auch. Ja, die ganze Sexismusdebatte. Ich verstehe es. Ich meine, ja, Frauen sind ein Großteil der Geschichte von patriarchaler Gesellschaft unterdrückt und ausgebeutet worden. Und ja, in vielen Teilen der Welt mag das auch heute noch so sein. Aber hallo. Ja, kann man dieses Feminismusgetue jetzt nicht einmal sein lassen irgendwie? Ich meine, ja. Mein Gott, 20% weniger verdienen, schlechtere Aufstiegschancen und irgendwie ein paar Mal irgendwie hinterm Busch zart werden. Mein Gott, sind doch First World Problems, liebe XX-Menschen. Da gibt es jetzt wirklich, ja, für alle, die jetzt da hysterisch, ich höre schon ein bisschen, hysterisch aufschreien, ich kann nicht beruhigen, ich bin Feminist. Ich bin ja sogar ein feministischer Vorreiter. Ja? Ich war schon nett zu Frauen, da wusste ich noch gar nicht, dass sie wirklich gleich viel wert sind. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Nein, I'm proud of myself. I'm a feminist, a true feminist. Und nein, aber Scherz beiseite. Ich finde es eh schlimm. Ich würde mich auch wirklich empören, wenn ich meine ganze Empörung nicht schon im Online-Forum verbraucht hätte. Und ja, schade, so viele wütende Emojis immer auf Facebook. Ganz schlimm. Und, aber es ist auch nicht so leicht, weil ich finde es nicht so leicht, dass man weiß, was jetzt das Richtige ist zu tun immer. Ja, es gibt so moralische Dilemmata. Zum Beispiel, viele Leute sagen immer so, keine Plastikschuhe kaufen, weil da, keine Ahnung, das landet im Meer und dann irgendwie benutzt der Schildkröte und erstickt dran oder sowas. Ja? Oder eben Lederschuhe, aber da bringt man halt das Tier dann um. Ja? Ich bin einfach ein kompromissbereiter Mensch, ich hab beides, ja? Kunststoff und Leder und damit kann ich leben. Und dann gibt es noch so andere Sachen, wo man sagt so, ah ja, Butter, Avocado, jetzt auch Klima oder soziale Schere, wie schaut man auf beides? Schwierig finde ich auch, ich war früher mal vegan und da war schwierig so Tierschutz, aber gleichzeitig Medizin. Ja? Wenn man dann so sagt, jetzt auch die Impfung und sowas, ohne Tierexperimente geht es nicht. Und es war auch so schwierig, dass ich mir vorstelle, so ein kleines Kind hat da irgendwie Krebs und ich gehe so hin, man, das tut mir voll leid. Aber die Maus war so lieb. Ich finde jetzt nur zum Abschluss, will ich mit was Fröhlichem rauslassen und zwar, es gibt auch einfache Entscheidungen. Gott sei Dank noch Dilemmata. Und zwar entweder einem, ihr kennt es vielleicht, so Werbung, für 30 Euro kann man einem Menschen in Afrika das Licht schenken, ja, das Augenlicht wieder, also dass man wieder sehen kann. Entweder man macht das oder mit dem gleichen Geld verbringt man einen Abend im Kabarett. Ich glaube, ihr habt sich richtig entschieden. Na, ihr werdet schon sehen. Also ihr werdet sehen, die anderen leider nicht.
Danke. So, hallo nochmal. Wir kennen uns ja schon. So, jetzt kommt Science Fiction. Die Zukunft, wir schreiben das Jahr 2040. Wer denkt, dass das geil ist? Ich sag euch, der irrt sich. Ich sitze in meiner Kapsel und frag mich, wieso fliegt mich meine Kapsel immer nur ins Büro? Der Himmel ist mal wieder ganz milchig und grau und ganz vollgestellt ist er mit Werbung und Stau. Autonomes Fliegen von Haus zu Haus. In der Werbung sieht das irgendwie idyllischer aus. Und Alexa, die labert mich schon wieder voll. Sie fragt mich, wie es mir geht. Und als ich sag, nicht so toll, da rät sie mir, ich möge doch positiv denken. Ich stell mir vor, wie es wäre, sie im Klo zu versenken. Ich bin da, ich fliege den Bürokomplex an. Frag mich nicht, was mein Job ist, ich hab auch keinen Plan. Irgendwas mit Daten, irgendwas mit Cloud, irgendwas mit Beraten, irgendwas mit Sourcing Out. Und abends nach 11 Stunden, da krieche ich wieder raus. Ich steig wieder in die Kapsel und sag, flieg mich nach Haus. Das Fluggerät erhebt sich auf luftige Spuren, alle Lichter blinken durcheinander auf den Armaturen. Die Stadt am Boden driftet unter mir vorbei. Das Hirn in meinem Kopf schwappt herum wie Brei. Und als ich da so fliege durch das schwarze Nichts, sehe ich vor mir einen Kegel heldenhaften Lichts. Ein Mann fliegt da mit Umhang und Taschenlampe in der Hand. Er sieht so aus wie Superman und hat ein 80s Stirnband. Und auf seinem Shirt, da steht ein großes V, von dem habe ich doch schon mal gehört. Stimmt ja genau, das ist Vergangenheitsman. Vergangenheitsman, nimm mich mit, Vergangenheitsman. Das hier ist mir zu stumpf, ich hab keinen Bock auf die Zukunft. Vergangenheitsman, 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 nimm mich mit, Vergangenheitsman. Das hier ist mir zu stumpf, bring mich raus aus der Zukunft. Vergangenheitsman, Vergangenheitsman. Und tatsächlich, es macht ich fall runter auf die Erde, schau mich um und denk, das gibt's nicht. Alles um mich rum ist von 1970. Vergangenheitsman hat mich hierher gebracht. Vielleicht hätte ich das vorher besser mehr bedacht. Egal, jetzt wird hier erstmal nostalgisch gechillt. Hier sind die Kleider orange, die Frisuren sind wild. Es gibt freie Liebe und Gitarrenmusik. So stelle ich mir das vor, ob ich da wohl richtig lieg. Ich gehe durch die Straßen und ich sauge alles ein. Unter anderem die Abgase, hier riecht's ja gemein. Eine Autoherde kriecht auf dem Asphalt herum und hustet. Und aus 1000 Schornsteinen wird Rauch rausgepustet. Im Bus steht man dicht an dicht gedrängt neben Fremden. Da sind überall Achselhaare und verschwitzte Hemden. Ich trag noch meinen Fluganzug, das ist der Grund, wieso mich alle angaffen wie einen Affen im Zoo. Ich so rein in eine Bar und ein Bier bestellt. Die Wirtin will ne Mark, oh, ich hab ja gar kein Geld. Ich so, krieg ich das geschenkt? Sie so fragt, was ich mir denk. Ich so, normal, zahle ich mit dem Chip am Handgelenk. Da ruft sie ihren Mann, der mich am Kragen packt, das Tier. Der hebt mich mal kurz an, zack, ich fliege durch die Tür. Dafür kriegt ihr 0 Sterne, weil Gewalt ist tabu. Hör ich mich rufen, er kommt hinterher, jetzt haut er richtig zu. Ich liege am Boden, da ist Blut und mein Kiefer tut weh, wälzt mich herum. Vor mir Stiefel, ich schau hoch und ich sehe, da steht gebeugt vor mir ein Polizist in grün-beiger Tracht, der mich beäugt und den mein trister Anblick misstrauisch macht. Wie sind Sie denn angezogen, Mann? Der Fasching ist vorbei. Sind Sie betrunken oder haben Sie gar Drogen dabei? Er will Ausweispapiere. Ich so, Wachtmeister, hier ist mein Chip implantiert. Er so, ab aufs Revier. Kein Zweck, sich zu wehren, schon gehen die Handschellen zu. Ich droh wieder mit 0 Sternen, weil Gewalt ist tabu. Doch man wirft mich in eine Zelle, weil man denkt, ich hab ne Macke. Hey, Vergangenheitsman, die Vergangenheit ist Kacke. Worauf es heftig bebt und ein Knall erklingt. Ich schau auf, vor dem Gitterfenster schwebt er und winkt. Er sagt, kein Problem, wenn du hier weg willst, dann bring ich dich woanders hin. Das ist überhaupt kein Ding. Zum Beispiel habe ich hier noch Mittelalter im Angebot oder die Eiszeit. Ich so, hä, du Idiot, ich will doch wieder nach vorne und nicht weiter zurück.
Er sagt, dann hast du bei mir leider kein Glück. Ich bin Vergangenheitsman, Vergangenheitsman. Und Vergangenheitsman kann nur Vergangenheiten. Vergangenheitsman, Vergangenheitsman. Der nutzloseste Superheld aller Zeiten. Das ist Vergangenheitsman. Danke, das war's schon von mir. Ich hab nichts mehr. Meine Damen und Herren, nochmal Applaus für Helmut Frauenlob und Thomas Franz. Ich darf auch beide gleich nochmal auf die Bühne bitten zur Abstimmung. Helmut Frauenlob und Thomas Franz. Vielen Dank für das großartige Finale. Vielen Dank an euch fürs großartige Mitmachen. Einmal seid ihr noch gefordert. Jetzt machen wir das mit Applaus. Ich werde so genau wie möglich hinhören. Vielleicht hilft es mir ein bisschen. Auf jeden Fall einen großen Applaus noch einmal für beide. Weil den haben sie sich auf alle Fälle beide einzeln verdient. Jetzt können wir beim Abstimmen wirklich nur für denjenigen klatschen, für den ihr stimmt. Und das probieren wir jetzt mal aus, das machen wir mal durch. Euer Applaus für Helmut Frauenlob. Dankeschön und euer Applaus für Thomas Franz. Wir haben einen Sieger, wir haben einen neuen Salzburger Sprössling 2021, Thomas Franz. Und der Sprössling heißt nicht nur so, es gibt tatsächlich auch immer einen richtigen Original Salzburger Sprössling aus dem Hause Schmeikerl. Den bekommt Thomas Franz. Franz, ich gratuliere, Thomas, ich gratuliere dir. Gratulation auch nochmal an den zweiten Helmut Frauenlob. Irgendwelche Fotos wäre jetzt der Zeitpunkt. Dankeschön. Kurze Sache noch, ihr könnt gerne noch ein bisschen da bleiben. Kurze Ankündigung noch, wir machen natürlich im Humorlabor weiter. Nächster Termin ist im November, am Mittwoch, 17. November. Da machen wir eine English Comedy Night, ganz großartige English Speaking Comedians im kleinen Theater. Und dann den Jahresabschluss mit einem Humorlabor am 10. Dezember, Freitag, 10. Dezember, hier in der AG Kultur. Und vielen Dank an euch, vielen Dank an die AG Kultur, danke an die großartigen Künstlerinnen und Künstler, danke auch an alle, die uns unterstützt haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke noch einmal fürs Kommen und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Applaus